wären wir. Marthas Rast. Das ist doch ein Ort. Bist du der Stallmeister? Ich soll dir das hier bringen. Das ist für mich, genau. Ich verstehe aber nicht, warum es mir ein Träger bringt. Wo steckt der Tropf von einem Krämer? Er konnte nicht kommen. Sein Wagen ist umzingelt von wilden Schokobos. Ha, das klingt nach ihm. Ich wette, der Wagen ist voll mit Gisakraut. Bestimmt überladen. Gisakraut? Schokobos sind verrückt danach. Wenn man das Zeug nicht gut verpackt, riechen sie es und kommen von überall her angelaufen. Allerdings kann es auch eine gute Investition sein, besonders hierzulande. Nur nicht gierig werden, das lernt unser Freund nun auf die harte Tour. Naja, ich habe meine Ware und nur das zählt. Richte deinem Herrn meine Grüße aus. Hier kommen immer viele Reisende und Händler vorbei. Mir geht die Arbeit nie aus, das steht fest. Ich muss darüber. Ist Wasser? Irgendwie nicht. Ach, da nicht, ne? Wenn es noch einer. Fast, Torgal! Da raus! Los! Fast, Torgal! Oh, war mal da. Die hält sich immer schön zurück, ne? Ohne Kämpferin. Noch vorher auf dem Schlachtfeld, ne? Jetzt macht sie eigentlich gar nichts mehr, außer ein Schutzschild. Ja, gut. Rennt mit dem Schwert hin, aber. Du weißt, was zu tun ist. Geht die auch mal zu? Was sind ein paar Gegner? Los! Bleib liegen! Hä? Guck mal. Du blockst oder was? Ja. Los! Ja, wow. Fass, Torgal! Los! Oh. Ja, muss wohl über die große Brücke führen. Und das auch wieder zurück. Ja. Oder hin und dann wieder zurück. Eigentlich musst du ja nur da hoch.
Mir ist egal, was deine Herrin dir befiehlt. Dein Schwert lässt du gefälligst stecken. Ob diese Martha uns wirklich helfen wird? Das werden wir gleich wissen. Lass einfach alles stehen, was nach Eastpool soll. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Entschuldigung, bist du die Wirtin dieser Schenke? Erst antwortest du mir. Warum hast du einen kaiserlichen Träger im Schlepptau? Zu meinem Schutz, den ich hoffentlich nicht brauche, gibt es eine sichere Route in den Westen? Dein Begleiter hat mehr zu befürchten als du. Auch in Rosaria haben es Träger nicht mehr leicht. Selbst für einen starken Mann wie ihn ist größte Vorsicht geboten. Und wenn er verschleppt wird, sieht es für dich nicht besser aus. Dann brauchen wir erst recht eine sichere Route. Gav sagte, du könntest uns helfen. Folgt mir. Verzeiht den Empfang. Unser Eins kann Fremden gegenüber nicht misstrauisch genug sein. Ich bin Martha, eine alte Freundin von Sid. Er hat mir von einem ganz besonderen Träger erzählt. Das bist dann wohl du. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Zum Phönixtor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist... Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich habe unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen und kommt einfach nicht zurück. Denkst du, ihm ist etwas zugestoßen? Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn. Und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Ohne euren Schreiner kommen wir nicht weiter. Ich ahne schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja, er ist runter ins Sumpfland, eine andere Brücke warten. Die am gefallenen Tor. Die Sümpfe waren schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Bernard. Richtet ihm einfach aus, dass Martha euch schickt. Und wir ihn an der Brücke nach Eastpool brauchen. Runter ins Sumpfland. Ist immer schön, ne? Du hast einen Auftrag, dann musst du noch einen machen und noch einen machen und noch einen machen, damit du den erfüllen kannst. Das ist ja herrlich. Bis er die Brücke fertig gezimmert hat, könnte noch ein bisschen dauern dann. Schon gut, wir gehen. Lass mich nur noch austrinken. Das ist einer der ganz schnell. Turbo-Schreiner. Was brauchst du? Und Notenrunde. Bis irgendwann.
Immer schön auf den Fisch richten, ja? Keine Scheu, trete durch! Nacken, Schulter, Rippchen, alles frisch! In den Park. Hätte ich doch nur meinen eigenen. Ich bin jetzt auf der richtigen Insel gelandet. Ich glaube, du musst tatsächlich über die Brücke ganz nach hinten und dann Leiter runter oder so. Jawohl, die Leiter. Was ja vorhin schon mal. Ich nehme den Aufzug, weißt du. Nehm den Aufzug. Nehm halt nochmal. Jetzt ist es auch ein Aufzug. Gerade war es ein Abzug. Ist mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht mehr richtig zu. Oh, was für ein Prachtkerl. Oh. Oh, jetzt kennst du alle. Musik. Mehr Kristalle bekommen wir. Lass einfach alles stehen. Neben dem Tor. Dann muss das die Leiter sein. Deine Herrin dir befiehlt, dein Schwert. Ah, bleibt mir vom Leib! Hörst du das? Da, unter der Brücke. Schnell. Verdammt. Halte durch, wir kommen! Ja. Ein Panzer, ne? Weil ja nochmal läuft. Eine gepanzerte Pflaume. Mit Schwärm im Schwert. Fast vorne! Du weißt, was jetzt reicht's. Das war's. Danke, Milady. Ihr habt mich gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwa schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Oh, was für ein Glück. Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht wärt, dann wär ich jetzt Vergangenheit. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick. Ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich reparieren sollst. Ach ja, das hatte ich ihr versprochen und dann völlig vergessen. Wird erledigt. Sofort. Die Pfeiler sind noch intakt. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Das dauert nicht lang. Danke, Bernard.
Ja, so sportlich wie die beiden sind, müssten sie normalerweise da einfach rüberspringen können, ne? Und überlegt, was die für Sprünge so im Kampf machen. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Lebt wohl, Milady. Du auch, mein Junge. Bist einer von Sid, oder? Ich kenne ihn schon ewig. Nicht so lang wie Martha, aber lang genug. Verstehe. Ich spuck dann mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe. Und die Brücke bald repariert ist. Werden wir. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Oh, was für ein... Du durftest mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht... Ja, da vorne. Ich habe da auch gucken. Einmal rum. Einmal im Kreis gelaufen. Fremde Person muss sich in den Haus einen kräftigen Arschtritt. Überschwungener Schwindler, Spitzbuben, Sträuche, Schufte und Schwupp. Schön. Ihr seid zurück. Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernard nicht mehr da raus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. Jedenfalls vielen Dank. Mit Gil kann ich mich nicht revanchieren. Aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das tun wir gern. Möchtet ihr was trinken, während ihr wartet? Ein Krug Kaisergold vielleicht? Dünne Plörre, aber löscht den Durst. Nein, danke sehr. Ich will lieber reden. Darüber, warum hier so wenig Träger sind. Ja. Früher gab es hier mehr, viel mehr. Waren das die Kaiserlichen? Haben sie sie weggebracht? Das haben sie. Entweder zur Armee oder nach Oriflam. An Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu beschlagnahmen und irgendwo hinwegzubringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass Sanbrek Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Tja. Ah, Thea! Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Hast du den Kleinen nicht mitgebracht? Er war ein Träger. 9 Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor! Ach, du armes Ding! Hast du ihn den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Mama? Das war doch mein Bruder, oder? Nein. Aber du bekommst bald einen, das verspreche ich dir, mein Schatz. Na gut. Unfassbar, oder nicht?
Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere. Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen? Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Welches Kloster meinst du denn? St. Glaedemont. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abt dort ist ein Freund. Sagt, ihr kommt von mir, dann zeigt er euch, was ihr sehen müsst. In Ordnung. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Die Rüben, wo hast du eine die Scheiß, her? Sind Hacken, Schulter, Rippchen, alles frisch. Noch mal aufzufahren. Ich wusste, dass man Kinder testet. Dass Träger ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Ich auch nicht. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen für etwas, wofür es nichts kann. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst. Oder? Nein. Hier drüben! Schnapp sie dir! Los! Angriffslustige Krabbelo. Gut, dass sie nicht an der Nordsee ist. Das war's. Ja, eigentlich nicht. Ja, man umwelt heute. Das Stück zurück. Willst du den holen? Hey. Was hat der denn für Moves drauf? Da kommst du mit dem Schwert echt weit, ne? Irgendwie. Schaden aus gerade. Erster Angriff. Wirklich den Kopf treffen, damit Schaden machst, ne? Da
Boss! Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben! Jetzt kriegst du ihn. Du. Aber vielleicht muss ich den gleich nochmal machen. Ich bin noch eine andere Quest. Ja, lässt vielleicht Material fallen. Was ist gut? Was hat er gedroppt? Alles gut. Was ist gut? Und Vieh. Du bist ja riesig. Das ist das Kloster. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Ja, er hätte sie bestimmt fangen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Oh, nichts Wildes. Hier drüben. Los. Seid gegrüßt! Das Kloster ist leider nicht für persönliches Gebet geöffnet. Geht mit Gwigor. Wir kommen mit einer Spende. Von Martha. Oh, verstehe. Dann folgt mir. Bitte. Ich will nicht sterben. Oh, bitte, Vater. Die Schmerzen, ich bitte euch. Das Licht, es flackert. Lasst mich nicht erleiden. Hab keine Angst. Ich bin hier.
Wer sind diese Menschen? Marthas Träger. Sie vertraute sie meiner Obhut an, damit ich ihre Leiden lindern möge. Soweit mir dies möglich ist. Sie alle haben nicht mehr lang. Es ist der Fluch. Grausam. Irgendwann ereilt er alle Träger, deren Gabe man ausbeutet. Mit jedem Quäntchen Äther erstarren ihre Körper, bis nur noch Stein und Schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt. Weder Martha noch ich vermögen es leider, ihr Schicksal abzuwenden. Wir können ihnen lediglich dabei helfen, die Qualen des Todes irgendwie zu ertragen. Schreite nun mit Zuversicht in eine bessere Welt, wo du das Glück finden wirst, das dir hier verwehrt blieb. Danke, Vater. Und das sind schon. Ich danke euch für Marthas Spende. Darin ist mehr von ihrer Medizin. Sie schenkt den Trägern ein wenig Frieden vor dem Tod. Wenn ihr Martha das nächste Mal seht, dann sagt ihr bitte, dass noch zwei vergangen sind. Gehen wir zurück zu Marthas Rast. Ja, gehen wir. Meinst du, da gibt es noch eine Kiste? Warum weiß ich? Sie uns die Medizin gebracht hat. Wer weiß, vielleicht hinterm Haus. Ich wollte, wir wären nicht so sehr auf Marthas Güte angewiesen. Doch ich fürchte, ohne sie könnten wir nichts tun, um die Schmerzen der Träger zu nehmen. Doch nicht. Okay. Oh ja, tatsächlich. Bitte halt die Asche. Gesellschaft.
Meine Zeit ist gut. Oh, eine Brücke. Auf geht's. Nacken, Schulter, Rippchen. Da gibt es halt immer eine Nebenquest. Immer schön auf den Fisch richten, ja? Oder ist das noch der Hauptstrang? Hauptstrang? Man kann eine Nebenquest. Nebenquest macht das bloß der Träger, ne? Dass du das neben. Nein, auch nicht. Auch nicht? Gehört das auch dazu? Ja. Ja, das sind die Zwischenteile von der Haupt. Danke für den Botengang. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. Nebenquest in Grün. Zwei weitere sind vergangen. Verstehe. Wo ist jetzt nur ein. Mit nach oben. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Ja, so zum Ausprobieren. Und niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke, Martha. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Du hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben.
erzählt. Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Ich wollte sie retten. Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Auch eine interessante Schwerthaltung und sein. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Frage ist, was ist bequemer? Am Gürtel, einer Seite oder so auf dem Rücken? Aber am bequemsten wäre quer über dem Rücken. Ich bin kein Held. Ja? Nur ein eingebildeter Narr. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollen noch nicht viele. Ja. Und wenn sich niemand. Und du hast es halt ständig an der Schulter, wenn du läufst. Sollte man vielleicht den Mund halten. Einigen wir uns drauf schwer. Aber Clive. Unpraktisch, ja. Eins. Schwerter zum Ausziehen, ne? Wenn besser. Ja, oder du benutzt den Körper als Schwertscheide. Es gibt so ein schönes, schöne Buchreihe, die Chronik des Eisernen Frieden. Schicksal. Da, ja, ich sag jetzt mal so, da kommt Loki halt, ne? Und will gegen ihn kämpfen. Und der Satz ging ungefähr so, ja? Ja, Loki stellte sich vor mich hin und zog sich sein Schwert aus seinem Arsch. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Das war recht eindrucksvoll geschildert. Und Jill? War leider ein kurzes Vergnügen. Pass gut auf den Schlingel hier auf, ja? Ja, werde ich. War das alles? Ja, dann sollten wir zurück. Die Alte wartet sicher auf uns. Man sieht sich. Wie? Steuern sollen schon wieder. Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran. Ein schön krasses Flickwerk, diese Brücke. Hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben.
Oh, ich will noch mehr Pull. Wenn du stehen bleibst, hast du was zu tun. Ja, stehen bleiben. Schön. Gepanzerte Pflaumen wieder. Und die kannst du auch noch ziehen. Kommen wir hier lang. Oh, wenn das geht, warum nicht? Kannst du wenigstens noch ein bisschen mal sammeln. Etwas gegen nasse Füße, ne? Mhm. Dann spielen kannst du sogar absaufen und da. Wollte nicht seine Truhe klar. Hätte nicht bemerkt. Vorbei? Nee, an falsche Richtung. Ja, komm mal. Ja, doch. Komm ich hinten über die Brücke, ne? Brücke. Ach so. Ja, ich glaube, da kommst du auch nicht weiter. Auf die ganz andere Seite. Also. Da bestrichen gerade noch. Die ist im Kampf deswegen gelassen.
Kaufen wir richtig. Das würde ich jetzt auch machen sehen. Sieh doch, die Windmühlen. Das ist Eastpool. Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Da kommen wir der Sache näher. Mutige Haut. Still. Ihr tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Ich bin es, Hannah! Rodney Murdochs Frau! Lady Hannah! Oh, ihr seid es wirklich! Ihr habt euch nicht verändert. Der junge Lord und Jill auch. Es ist so gut, euch zu sehen. Zum Glück seid ihr wohlauf, Lady Hannah. Wenn ihr Zeit habt, ich lade euch gerne zu mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich. Wenn wir nicht stören. Und seitdem reist ihr also durch die Welt? Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter. Es war nicht einfach, aber wir leben noch und... Und der Weg... hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Warum wohnt ihr noch hier? In Eastpool? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrek hat hier vieles verändert. Ja, ich weiß. Oh, verzeiht mir. Ich wollte nicht... Bitte. Nichts zu entschuldigen. Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten. Ach...
Ihr wisst es nicht. Rodney starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Das tut mir leid. Clive. Du meine Güte. Ihr seid blass. Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Hm? Ja, es war wohl eher die Eröffnung, die ihn erschöpft hat. Wegen er so bleich war. Willst du wirklich nicht im Haus schlafen? Nein. Das wäre falsch. Jede Menge Schuldfrettchen. Ich wollte dir morgen früh frische Kleidung bringen. Wir sollten uns bei ihr bedanken. Dreizehn Jahre Blut vergießen. 13 Jahre ohne einen Funken Hoffnung. Nur wegen Joshua gab ich nicht auf. Ich hatte mir geschworen, ihn zu rächen. Seinen Mörder zu finden. Das war das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab. Aber wenn ich es bin, wenn ich Joshua und Murdoch, wenn ich ihr Mörder bin, warum bin nur ich dann noch am Leben? Mir geht es genau wie dir. An der Front hatte ich keine Wahl. Also tötete ich so viele Leben, die ich zu früh nahm. An dem Tag in Dalmekia, ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war bereit zu sterben. Alles war besser als das. Sogar einfach aufzugeben. Mutsche. Unsere letzte Nacht auf dem Balkon. Erinnerst du dich? Ich habe zu Metia gebetet und wurde erhört. Du bist wiedergekommen. Die Sterne haben einen Plan für uns. Wir sollten schlafen. Ja. Gute Nacht, Clive. Warum der Mann? Ja. Ich komm doch. Genau. Nicht nebeneinander, miteinander, ne? Schlafen. Unfassbar. Ja, okay, so. Auch nicht. Auch mal. Die haben sich nicht berührt. Da war noch locker, hätte ich mal dazwischen legen können. Danke, Lady Hannah. So mache ich schon einen besseren Eindruck. Ihr seht dem jungen Alwyn zum Verwechseln ähnlich. Wie kommt es, dass ihr seine alten Sachen habt? Oh, bevor Alwyn regieren musste, ist er oft mit meinem Mann verreist. Er und Rodney waren wie Brüder. Seine Kleidungsstücke liegen hier seit Jahren. Es wäre ein Jammer, wenn sie weiter verstauben.
Gut, aber seid ihr euch sicher? Das sind doch Erinnerungsstücke. Natürlich. Euer Vater hätte es so gewollt. Jetzt zum Schwert gekriegt. Steht dir gut. Ich würde sagen, ganz zettel. Ja? Die Kleidung von seinem Vater. Danke. Da musst du gleich mal gucken, ob der, dass es nur der Look ist oder ob du von ganzem Herzen die gekriegt hast, die Sachen. Nein, ich sollte danken. Es war sehr schön, euch zu sehen. Ihr habt mich an glücklichere Zeiten erinnert. Gute Reise, Milord, Milady. Lebt wohl, Lady Hannah. Die Straße zum Nordtor raus sollte uns bis zum Phönixtor führen. Auf geht's. Oh. Cool. Mal 5 mehr Schaden. Ja. Kannst du das noch aufwerten? Erst beim Schmied. Stimmt. Mein Freund. Das kann ich sicher gut verscherbeln. Da sage ich nicht nein. Das kann ich sicher gut verscherbeln. Da sage ich nicht nein. Das kann ich sicher gut verscherbeln. Ist ein schönes Schwert. Hey, halt! Elvens Kleider! Bei den Flammen! Ihr seid sein Sohn! Clive Rossfield! Ihr verwechselt mich. Mich könnt ihr nicht täuschen, Milord. Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Und dabei spreche ich nicht nur von eures Vaters Kleidern. Nein, ich bin mir sicher, dass Lady Hannah diese Kleider wie einen Schatz gehütet hat und sich niemals von ihnen trennen wollte. Es sei denn, Arwens Söhne kehren zurück. Und nun ist dieser Tag gekommen. Ja, dann kann ich euch jetzt eure Träger zurückgeben. Meine Träger? Verzeiht mir, Herr Dorfrat. Das letzte Mal war ich als Kind in Eastpool. Ich habe euch nicht erkannt. Ein Wunder, dass ihr überhaupt etwas wiedererkennt. Es hat sich viel geändert, seit Rosaria an Sambrek gefallen ist. Nicht zuletzt für die Träger, die einst treu im Dienste des Hofadels standen. Beim Einfall der Eisernen vor 13 Jahren haben viele Träger ihre Herren verloren und hier Zuflucht gesucht. Sie sind geblieben? Ja,
Sobald wir die Hauptstadt zurückerobert hätten, sollten sie zurückkehren. Doch dann kamen die Kaiserlichen. Rosaria wurde zur Sambrekschen Provinz, das Herzogtum, aufgelöst und damit auch ihre Heimat, in die sie wiederkehren könnten. Damals, unter eurem Vater, gingen Träger, deren Herren starben, an die Verwaltung. Dort wurde dann von offizieller Seite entschieden, was als nächstes mit ihnen geschieht. Als wir also sahen, wie die Kaiserlichen ihre Träger misshandeln, konnten wir sie ihnen nicht ausliefern. Deshalb sind sie noch bei uns. Und jetzt soll ich sie nehmen? Laut Gesetz gehören sie euch, Lord Rossfield, ein Erbe eures Vaters. Und bei euch wären sie doch besser aufgehoben als bei uns, oder nicht? Nicht wenige haben eurem Haus gedient. Von daher sehen sie die Rossfields immer noch als ihre Herren. Ich bin niemandes Herr. Nicht mehr. Bei mir wären sie nicht sicher. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir meine alberne Idee nachzusehen. Die Realität treibt mich zu Träumereien. Allerdings, würdet ihr mir einen Gefallen tun? Eine kleine Geste? Sofern mir das möglich ist. Unter den Trägern ist ein älterer Herr, der geradezu verzweifelt an seiner Treue zu Lord Elwyn festhält. Keine Sorge, ihr sollt ihn nicht bei euch aufnehmen. Nur ein wenig mit ihm reden, damit er sieht, dass Lord Elwyns Sohn noch lebt und ein redlicher Mann aus ihm geworden ist, so wie sein Vater es war. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch, Milord. Meistens ist er unten am Brunnen und schaut friedlich in die Gegend. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen Moment für ihn erübrigt. So redlich wie mein Vater. Du ähnelst ihm wirklich, Clive. Und nicht nur äußerlich. Komm, sehen wir am Brunnen nach. Hier ist er nicht. Dann müssen wir ihn suchen. Ich habe es dem Dorfrat versprochen. Und ich habe ihn schon genug enttäuscht. Also gut, fragen wir nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Nanu, Fremde sind hier selten. Was verschlägt euch denn nach Eastpool? Wir sind auf der Suche nach einem Träger. Ein älterer Herr aus Rosalith. Ach, du meinst sicher den Mann, der immer am Brunnen sitzt, oder? Ja, genau. Aber, wenn ich fragen darf, woher kennt ihr ihn denn? Stammt ihr etwa auch aus Rosalith? Tun wir. Warum? Das freut mich jetzt aber. Ich nämlich auch. Ich bin an der Marktstraße groß geworden. Und wenn Lord Elwyn noch leben würde, wäre ich wohl heute noch dort. Doch unter Annabella hat sich alles geändert. Auspeitschungen und Vertreibung. Höhere Abgaben, obwohl die Fäule uns um die Ernte gebracht hat. Oh, ich bin schon ruhig. Ihr wisst das ja alles selbst. Tut mir leid. Und euren Träger habe ich auch nicht gesehen. Aber er kann nicht weit sein. Er kommt jeden Tag hier, als würde er auf etwas warten. Dann hören wir uns weiter um. Danke. Guten Tag, werte Dame. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen Träger. Ein älterer Herr, der einst den Rossfields gedient hat. Kennt ihr ihn? Ah, der schräge Kauz. Tja, wo steckt er heute wohl? Dabei ist er um diese Zeit immer hier am Brunnen und kocht für seine Fantasiebankette. Wie bitte? Ach, damals in Rosalith war er in der Schlossküche beschäftigt. Er denkt, das wäre er immer noch. Ständig redet der arme Irre mit Großherzog Elwyn. Gefangen in seiner Traumwelt. Aber lieber dort als hier, denke ich mir.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Kaiser freundliche Worte mit einem Träger wechselt. Ihr etwa? Nein. Jedenfalls muss er hier irgendwo sein. Seine müden Beine tragen ihn nicht mehr weit. Danke. Wir suchen weiter. Das war ein ziemlich ruhiges Kapitel gerade, ne? Hey, wartet mal kurz. Ich denke, Patrick, der Chocobo-Pfleger, könnte wissen, wo er ist. Neben Chocobos kümmert er sich auch um den alten Kauz. Am besten ihr redet mit ihm. Er ist sicher am Unterstand. Patrick, der Chocobo-Pfleger. Sehr gut. Danke. Vielen Dank, Jill. Dass du für mich mit diesen Leuten redest. Versteht sich von selbst. Wir wollen doch nicht auffallen. Komm jetzt, suchen wir Patrick. Wo könnte er nur hingegangen sein? Entschuldige, aber suchst du jemanden? Ja, diesen Träger, um den ich mich kümmere. Ich habe ihn nur eine Sekunde allein gelassen und jetzt ist er weg. Er ist weder an seinem Lieblingsplatz am Brunnen noch sonst wo im Dorf. Dann bist du sicher Patrick. Bin ich? Warum? Dieser Träger, nach dem du suchst, ist ein älterer Herr, der früher in der Schlossküche gearbeitet hat, richtig? Ganz genau. Woher weißt du das alles? Ich habe dich hier noch nie in Eastpool gesehen. Sag schon, kannst du etwa hell sehen oder was?